Sicherlich interessant wird jetzt auch unser heutiger Redner, Professor Dr. Tim Engärtner, Sozialwissenschaftler und Autor. Seit 2013 ist er Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und Mitglied des Direktoriums der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Bitte auf die Bühne. Ja, einen schönen guten Abend, Stuttgart, die Stadt, die für herausragende Tatortproduktion, mittelprächtigen Fußball und ungebrochenen Widerstandsgeist bekannt ist. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Die Bahn gerät ja immer wieder in die Schlagzeilen mit Lok- und Oberleitungsschäden, Weichen- und Signalstörungen sowie Verzögerungen im Betriebsablauf aufgrund dichter Zugfolge. Allein im letzten Jahr haben 97.000 Züge ihren Zielbahnhof nicht erreicht. Wo sind die? Eine gigantische Zahl. Und obwohl diese Züge nicht mal in die Pünktlichkeitsstatistik der Deutschen Bahn Eingang finden, fährt die Bahn derzeit jeden Tag etwa 8.000 Stunden Verspätung ein. Wir haben zu kämpfen mit überfüllten Waggons, fehlenden Reservierungen, defekten Klimaanlagen, verschlossenen Toiletten, nicht funktionierenden WLAN-Verbindungen oder auch ausverkauften Speisen im Bordbistro. All das verleidet selbst treuen Bahnreisenden die Freude am Bahnfahren. Und geradezu sinnbildlich für die Verfehlung des Deutschen Bahnvorstands mit Blick auf die Hochgeschwindigkeitsorientierung ist die Verbindung zwischen der Dom- und Weltstadt Köln, in der ich privat wohnhaft bin, und der Bankenmetropole Frankfurt am Main. Sie werden alle mitbekommen haben, dass am 12. Oktober dieses Jahres nähe der rheinland-pfälzischen Stadt Montabaur der ICE 511 Neunkirchen in Flammen aufging. Man vermutet, dass es auf unzulängliche Wartungsarbeiten zurückzuführen ist. Im August war der Hochgeschwindigkeitsverkehr auf dieser Strecke zwischen Köln und Frankfurt schon einmal in die Schlagzeilen geraten, nämlich als in der Nähe der Stadt Siegburg ein Böschungsbrand ausgelöst wurde, wahrscheinlich durch Funkenflug. Und diese Strecke ist nun wirklich gefährlich, wenn man sich daran erinnert, dass im April 2010 ein ICE bei voller Geschwindigkeit eine Tür verlor, die in einen entgegenkommenden Zug einschlug, weil eine lose Feststellmutter nicht richtig arretiert war. Und die ganz großen Bahnfreundinnen und Bahnfreunde hier auf dem Schlossplatz werden sich noch erinnern, dass im Sommer 2008 der Radsatzwellenbruch auf dem Weg zum Kölner Hauptbahnhof ein beinahe Unglück ausgelöst hätte, größten Ausmaßes, was, wenn der Radsatzwellenbruch bei voller Geschwindigkeit Platz gegriffen hätte, vermutlich dazu geführt hätte, dass es ähnlich viele Tote wie in Eschede im Jahr 1998 gegeben hätte, bei dem 101 Menschen ihr Leben verloren haben. All den sind an meiner Wahrnehmung Ergebnisse der rigorosen Kapitalmarktorientierung, die durch den vormaligen Bahnchef Hartmut Medon im Jahre 1999 in Gang gesetzt worden sind. Nicht ohne Grund hatte Hartmut Medon... Ich hoffe, die Pfiffel gelten Hartmut Medon und nicht mir. Hartmut Medon hatte bekanntlich in seinem Büro auf dem Schreibtisch Bulle und Bär als Symbol für die Börse und den damit verbundenen Börsengang der Deutschen Bahn platziert. Noch immer strebt die Bahn nach der Erhöhung der Eigenkapitalrendite. Sie versucht, ihre Anlagevermögen zu realisieren. Sie verkauft oberflächige Bahnareale wie hier in Stuttgart. Sie verkauft Bahnhofsgebäude in der gesamten Republik. Und sie fährt die Wartungs- und Instandsetzungsintervalle für die Züge massiv zurück. Es scheint in Vergessenheit geraten zu sein, dass die flächendeckende Versorgung mit Schienenverkehrsleistung nicht nur im Grundgesetz festgeschrieben ist, sondern ein unverbrüchliches Prinzip der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Ich will daher den Versuch unternehmen, um Ihnen auch heute Abend, nach vielen Montagsdemonstrationen, die Sie wahrscheinlich besucht haben, einige Punkte vorzustellen, von denen ich denke, dass sie dazu angetan sind, die Bahn besser werden zu lassen. Das ist eine Art Acht-Punkte-Plan. Um Trassen zu sanieren, Oberleitungen zu warten, die Vegetation entlang der Trassen entsprechend zu stutzen,
und beheizte Weichen einzubauen, wie es die Deutsche Bahn für die russische Staatsbahn RZD übrigens tut, braucht es mehr Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Nach wie vor privilegieren überproportional hohe Ausgaben für den Straßenaus- und den Straßenneubau den Verkehrsträger Auto. Ich weiß, das ist gefährlich, sowas in Stuttgart zu sagen. Aber wir müssen erkennen, dass es auch Investitionen sind, die getätigt werden zugunsten der Bahn und nicht nur Subventionen. Wenn die A20 im Ostseeküstenraum ausgebaut wird, die kaum frequentiert ist, bis gar nicht, dann heißt es, es sind Investitionen in die Straßeninfrastruktur. Bei der Bahninfrastruktur spricht man immer von Subventionen. Das muss ein Ende finden. Zweitens, die bahnfeindliche Steuer- und Abgabenarchitektur muss ein Ende finden. Noch immer zahlt die Bahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel nach dem Fahrrad auf den nicht elektrifizierten Strecken die Mineralöl- und damit auch die Ökosteuer als Annexsteuer. Demgegenüber wird der grenzüberschreitende Flugverkehr von der Mehrwertsteuer ausgenommen, der Kerosinverbrauch nicht besteuert und somit hierzulande auch die Ökosteuer nicht erhoben. Also wenn Low-Cost-Carrier, sogenannte Billigfluggesellschaften wie Ryanair, ihre Flüge für 9,99 Euro anbieten können, hat das auch mit einer hoffnungslos verfehlten Steuer- und Abgabenarchitektur zu tun. Drittens. Die Bahn muss endlich mehr Verkehr in die Fläche bringen, um möglichst viele Fische am Verkehrsmarkt zu fangen. Sie darf sich nicht länger aus den ländlichen Regionen zurückziehen, denn während es der Bund der Deutschen Bahn erlaubt, Nebenstrecken sowie Personen- und Güterbahnhöfe stillzulegen oder sie durch eine unzureichende Finanzierung dazu zwingt, diffundiert der Verkehrsträger Flugzeug bis in entlegenste Regionen wie Kassel, Calden, Paderborn, Lippstadt, Münster, Osnabrück, Weeze oder Hahn. Viertens, statt auf Frachttransport zwischen Dallas, Delhi und Den Haag zu setzen, sollte die Bahn den Schienenpersonenverkehr zwischen Delmenhorst, Dienstlaken und Düren befördern. Es darf nicht sein, dass die Bahn Deutsche Bahn AG mit der Bonität der Bundesrepublik Deutschland im Rücken weltweit auf Einkaufstour geht und damit zum international agierenden Mobilitäts- und Logistikdienstleister wird. Die Deutsche Bahn hat sich Fluggesellschaften gekauft wie Black Scoble. Sie hat Lkw-Speditionen gekauft wie Stinnes. Sie hat Fuhrparks angekauft wie Teile des Bundeswehr-Fuhrparks. Und sie hat Bauvorhaben in Indien und Saudi-Arabien verfolgt mit der Tochtergesellschaft BB Engineering and Consulting. All das ist erkennbares Zeichen einer Internationalisierung des Konzerns, der nur noch 60% seines Gewinns nicht mehr im heimischen Schienenverkehr verdient, sondern mit ausländischen Investitionen abseits der Strecke, abseits der Schienenstränge. Mit dem fünften Punkt trage ich Eulen nach Athen oder auch nach Stuttgart. Es braucht eine Abkehr von gigantomanischen Großbauvorhaben wie hier in Stuttgart 21. Schätzungsweise mehr als 10 Milliarden Euro. Sie werden da im Zweifel besser über die lokale Berichterstattung Bescheid wissen als ich. Wird das ingenieurtechnisch und geologisch höchst riskante Bauvorhaben im Fall einer ausbleibenden Wende verschlingen? Um die Gleisanschlussstellen in Tieflage zu bringen, das vormals oberirdische Bahnareal zu erschließen und geringfügige Fahrzeitgewinne zu realisieren. Es gibt eine goldene und simple Regel der Ökonomie. Geld kann man nur einmal verausgaben. Investitionen sollte man immer im Lichte ihrer Alternativen betrachten. Und wenn man mehr von der Straße auf die Schiene bringen will, muss man zum Beispiel den Schienenpersonennahverkehr fördern. 90% aller Bahnfahrten finden im Schienenpersonennahverkehr statt, aber nur 10% aller getätigten Investitionen fließen dorthin. Schienenpersonennahverkehr sind für diejenigen auf dem Platz, die es nicht wissen, Strecken von weniger als einer Stunde Fahrzeit oder unter 50 Kilometern Reichweite. Sechster Punkt für den Fahrplan zugunsten einer besseren Bahn. Die Bahn muss endlich auch
mit Blick auf den Anfang Dezember erneut anstehenden Anstieg der Fahrpreise, die Fahrpreise stabilisieren, um das Massenverkehrsmittel Bahn, ehemals ein umwelt- und sozialverträglicher Verkehrsträger. Sie erinnern sich vielleicht an den baden-württembergischen Verkehrsminister Würmeling, der den Würmeling-Pass, den sogenannten Karnickel-Pass für besonders kinderreiche Familien ausgelobt hat. Um die Bahn erschwinglich zu halten für die breite Masse der Bevölkerung, brauchen wir eine Konsolidierung oder auch eine Abkehr von der Tarifpolitik zugunsten der weniger Privilegierten. Seit 2003 hat die Bahn die Preise im Fernverkehr um 39% erhöht und im Nahverkehr um etwa 41%. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber mir sind die immer neuen Marketingstrategien, die die Deutsche Bahn entwickelt, suspekt. Jetzt gibt es super Sparpreise. Anstatt die treuen Bahnkunden dauerhaft zu binden und eine verlässliche, transparente und moderate Tarifpolitik zu betreiben. Warum setzt die Bundesregierung... Warum setzt die Bundesregierung keine Markttransparenzstelle ein, die über die Tarife wacht, so wie es seit 2013 mit der sogenannten Benzinpolizei für den Straßenverkehr getan wird, wo man darüber wacht, wie die Benzinpreisentwicklung sich darstellt? Das könnte man genauso für die Tarifpreise, Tarifpolitik der Bahn machen. Siebtens, es braucht eine Abkehr vom Irrglauben an die belebende Kraft des Wettbewerbs. Immer wieder höre ich, wenn die Deutsche Bahn nur dem Wettbewerb ausgesetzt ist, auf der Schiene mit anderen konkurrierenden Betreibergesellschaften, bekommen wir mehr Verkehr auf der Schiene. Das ist ein Irrglaube. Die Bahn ist bereits in einem intensiven Wettbewerb mit dem Verkehrsträger Flugzeug und dem Verkehrsträger Auto. Und im Güterverkehr konkurriert sie sogar mit den Angeboten der Binnenschifffahrt. Mit anderen Worten, es braucht keinen zusätzlichen intramodalen Wettbewerb auf den Schienenverkehrssträngen. Es reicht aus, wenn die Bahn den Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern standzuhalten hat. Denn der Wettbewerb zwischen den Bahngesellschaften kann nur dann stattfinden, bei einheitlichen Trassengebühren, wenn Arbeitsplätze abgebaut, Serviceleistungen reduziert und Löhne gesenkt werden. Das können wir nicht ernstlich wollen. Achter und letzter Punkt. Kurt Tucholsky hat einmal gesagt, alle besseren Geschichten beginnen am Bahnhof. Wir müssen dafür sorgen, dass Bahnhöfe in der breiten Fläche zwischen Flensburg und Passau wieder zu den Kulturdenkmälern und touristischen Aushängeschildern und Orten der Begegnung werden, wie sie es einmal waren. Dazu muss die Deutsche Bahn AG zumindest die Bahnhöfe noch retten, die sie nicht schon längst verkauft hat. Der kostenfreie Zugang zu Toiletten, der Fahrkartenverkauf am Schalter, das Verweilen in dortigen Cafés und Bars sollte eine Selbstverständlichkeit sein und es sollte kein Privileg für die Großstadtbahnhöfe sein. Kurzum, wir brauchen die Bürgerbahn statt der Börsenbahn. Und um den Schienenverkehr zu stärken, muss die Deutsche Bahn AG der Kapitalmarktorientierung endlich eine Absage erteilen. Es gibt ein inneres Gesetz. Der Bahnsektor ist durch hohe Fixkosten und einen immensen Bedarf an sehr langfristigen Investitionen gekennzeichnet. Dieser generationenübergreifende Zeithorizont steht in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis mit den kurzfristigen Rentabilitätsinteressen eines börsennotierten oder auch nur börsenorientierten Unternehmens, deren Erfolg sich nach dem Willen der Anteilseigner bereits in den nächsten Quartalszahlen niederschlagen soll und nicht eben erst in einem Jahrzehnt oder noch später. Wollen wir also mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen, um dem Verkehrsinfarkt zu begegnen, der uns milliardenschwere Staukosten und irreparable Umweltschäden bringt, gerade hier im Stuttgarter Talkessel ja wirklich ein Thema, muss die Bahn besser, billiger und bürgernäher werden. Dafür brauchen wir weder einen Börsengang der Bahn noch Stuttgart 21. Vielen Dank.